Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute geht's wieder an ein How-To und ich wurde gefragt, ob ich mal ein How-To 360 machen kann. Und natürlich selbstverständlich auf Nachfrage sowieso. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so für How-To sehen wollt. Natürlich auch nur Sachen, die ich jetzt mittlerweile schon kann. Schreibt das auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Aber ja, ich erkläre euch einmal kurz den 360 und danach zeige ich euch das nochmal aus meiner Perspektive, wie ich das sehe, wie ich den 360 am besten kann und wie ich denke, wie ihr den am schnellsten lernt. So Leute, den 360 werde ich euch einmal über meinen Step-Up zeigen und dann noch einmal über den 2-Meter-Kicker. Um meiner Meinung nach den 360 über einen Sprung zu machen, sollte man als Voraussetzung sehen, dass man einen 90 Grad bis 180 im Flat kann. Und man sollte wissen, in welche Richtung man sich wohler fühlt, in welche Richtung man eigentlich drehen sollte. Im 360 sieht das Ganze eigentlich nur so aus, dass ihr am Anfang beim Sprung eine Kurve fahrt, also ganz oben am Ende wirklich nur noch so ein Stück, und dann ihr wirklich den kompletten Körper eindreht, eure Augen aufs Hinterrad fixiert, denn da wo der Kopf hingeht, da geht ihr auch, da fahrt ihr auch mit dem Fahrrad hin, dass ihr euch wirklich komplett eindreht und somit diese Rotation reinbekommt. Dann folgen eben nur noch diese Schritte, diese Kurve am Anfang fahren und dann wirklich den Kopf eindrehen, den ganzen Körper mit eindrehen, aufs Hinterrad gucken. Und sobald ihr sozusagen in der Mitte vom Sprung seid und ihr die Landung seht, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr den Sprung, dass ihr den 360 gestanden habt. Es sei denn, ihr springt ab. Ja, danach gibt es eigentlich nur noch Landen und Ausfahren. Ich würde sagen, ich zeige euch den jetzt einmal über den Step-Up, ein paar Mal mehr sogar, bei der da kriegt man das, glaube ich, einfach raus, vor allen Dingen auch. Ich will nicht zeigen, dass man den direkt über den Kicker machen muss. Ich würde echt erstmal einen Step-Up suchen, wo eben keine Lücke dazwischen ist. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch den einfach mal als erstes über den Step-Up und dann auch noch über den Kicker. Gerade hier bei den Kicker-Aufnahmen kann man sehr gut sehen, wie ich zuerst die Kurve fahre und dann meinen kompletten Körper eindrehe. Ja Leute, das ist eigentlich schon der ganze Trick. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch einen Helm aufsetzt oder ein paar Schoner. Ja, nach meinen Erfahrungen ist, glaube ich, Schienbein und Knieschoner am wichtigsten mit Helm. Übt das auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall auch gerne eure Ergebnisse in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram. Verlinke ich auf jeden Fall auch mal in der Infobox. Kumpel von mir hat das heute auch versucht, also den 360, und war auch schon 270 Grad rum. Ihr werdet das nicht beim ersten Mal schaffen, das ist klar. Es sei denn, ihr seid ein Naturtalent. Ihr werdet es nicht beim ersten Mal schaffen. Grüße gehen raus an Nils. Der hat das heute auf jeden Fall mal mit Bravour fast bestanden. Ja, ich würde sagen, ihr übt das einfach mal. Schreibt gerne eure Ergebnisse unten in die Kommentare. Gerne. Ansonsten würde ich sagen, checkt mein letztes Video ab. Verlinke ich euch auf jeden Fall mal. Und ansonsten haut da rein. Habt ihr